Biofeedback macht es möglich, über technische Geräte unbewusste Körpervorgänge zu beeinflussen. Das kann etwas sein wie Bluthochdruck, Inkontinenz, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Zähneknirschen, diverse Geschichten rund um Stress. Überall da kann Biofeedback helfen. Ich spreche dazu heute mit dem Biofeedback-Experten Ulrich Bauer-Stäb, der seit fast 3 Jahrzehnten in diesem Bereich viel Wissen und Erfahrung gesammelt hat. Das Gespräch ist sehr ausführlich, deshalb haben wir es in 2 Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es vor allen Dingen allgemein darum, was ist Biofeedback, wie funktioniert das, wann wird es angewendet, in welchen Bereichen, wie ist das bei Spannungskopfschmerz zum Beispiel und so einige grundlegende Dinge. Im zweiten Teil des Interviews geht es vorwiegend um Biofeedback bei Zähnepressen und Nackenschmerzen und um ein konkretes Gerät, das Ulrich Bauer-Stäb vertreibt. Deshalb auch mit großen Buchstaben hier der Hinweis Werbung, denn ich habe ein solches Gerät kostenfrei zum Ausprobieren bekommen und insofern kann man das als Werbung sehen. Der zweite große Hinweis ist, dass nichtsdestoweniger bin ich in meiner Meinung und meiner Berichterstattung frei. Das ist mir immer wichtig, da gehe ich keine Verpflichtungen ein. Der zweite große Hinweis ist, dass wir beide keine Mediziner sind. Und wie immer kann auch dieser Podcast einen ärztlichen Rat nicht ersetzen. Für medizinische und gesundheitsbezogene Entscheidungen und deren Folgen, die du nach diesem Podcast triffst, können wir keine Haftung übernehmen. Jetzt viel Spaß beim Hören. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute spreche ich mit einer Person mit 2 Seiten. Da meine ich nicht die gute und die böse Seite der Macht, sondern ich meine einmal das Thema Biofeedback, in dem sich Ulrich Bauer-Stäb sehr, sehr gut auskennt. Und einmal die poetische Seite, über die wir heute aber weniger sprechen. Herr Bauer-Stäb, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie kennen sich mit dem Thema Biofeedback seit langem aus. Wie alt waren Sie denn, als Sie das erste Mal dieses Wort gehört haben? Ui, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also tatsächlich war das so Mitte der 90er Jahre und ja, so um die 30 rum, um den Dreh rum. Ich weiß immer nicht, wie alt ich bin. Okay, dann verschreiben wir das auch einfach mal. Auf jeden Fall älter als 30, das haben wir jetzt schon mal gehört. Und an die 3 Jahrzehnte haben Sie mit dem Thema zu tun. Ursprünglich über die Firma Ihres Vaters, richtig? Ja, letzten Endes bin ich da über diesen Weg hingekommen. Ich habe ein bisschen andere Sachen gemacht, eben studiert und eben auch als Autor in München damals gelebt. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen und war dann eigentlich gerade an einem auch ganz schönen Punkt, nämlich bei der ersten Online-Zeitung in München die Kulturredaktion leiten zu dürfen. Und dann kam eben mein Vater auf mich zu und meinte, er würde nun ja auch älter und ob ich nicht Lust hätte, in die Firma einzutreten und quasi die Unternehmensnachfolge anzutreten. Und das habe ich mir relativ lang überlegt, halbes Jahr tatsächlich, weil ich ja mir das auch alles großen Spaß gemacht hat, was ich da damals gemacht habe. Aber es natürlich auch eine ganz andere Welt ist, das war mir schon klar. Und und nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, gut, wenn wir das so machen können, dass ich auch für das Schriftstellerische, was bei mir hauptsächlich eigentlich Dichtung ist, eben mir immer mal auch eine Auszeit nehmen kann, dann wäre ich da auf jeden Fall dabei. Und muss dazu sagen, wir hatten eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis über all die Jahre. Und insofern habe ich das für mich auch als Chance gesehen, bin ich glaube ich auch nicht ganz allein, als Chance gesehen, das Verhältnis natürlich auch nochmal zu verbessern. Ja. Und also das war viel stärkerer Trieb als irgendwie die Möglichkeit, dass man dort dann vielleicht auch besseres Geld verdient. Wie gesagt, ich war da eigentlich in einer ganz guten Situation in dem Moment. Und letzten Endes
Endes muss ich aber rückblickend sagen, dass ich in dieser Zeit, es sind tatsächlich 20 Jahre oder gute 20 Jahre, 22 jetzt bald, als ich dann da wieder hingekommen bin, eben zur Firmennachfolge, dass ich diesen Deal mit der Literatur tatsächlich nicht ein einziges Mal eingelöst habe, weil ich eben auch anfangs gleich so begeistert war von all dem, was sich hier rund ums Biofeedback auftut und natürlich extrem viel zu lernen hatte, so dass ich da am Anfang, ich glaube im ersten Jahr, hatte ich keine Woche unter 100 Stunden, die ich gearbeitet habe. Wahnsinn. Und mit Arbeit meine ich natürlich jetzt nicht nur irgendwie durch die Welt fahren oder so oder Projekte betreuen, sondern auch durchaus mich hier und da mein Wissen einfach anzueignen und zu vertiefen. Sie haben viel gelesen, mit allen möglichen Experten, Entwicklern von Hilfsgeräten gesprochen und auch Patienten konkret betreut. Ja, aber das erst viel später. Das erst viel später. Ja, klar. Trotzdem können Sie sich heute noch dran erinnern, da wollen wir heute drüber sprechen. Mhm. Was ist denn dieses Biofeedback? Was versteckt sich dahinter? Es gibt ja so viele Modebegriffe, ist das auch jetzt wieder so ein Modebegriff? Als Modebegriff würde ich es deswegen nicht bezeichnen, weil es, obwohl es in sehr vielen Bereichen vorkommt, also unter anderem gibt es, glaube ich, auch heutzutage keine Schmerzklinik mehr, es gibt keine Reha-Klinik mehr oder auch psychosomatische Klinik, die kein Biofeedback anbietet. Nichtsdestotrotz ist das insgesamt ein absolutes Nischendasein immer noch. Wie gesagt, das wundert mich insofern zwar ein bisschen, als es zu den mitunter bestuntersuchtesten Gebieten gehört. Kommt ja aus der Verhaltensmedizin und dort gibt es eine ganze Menge Studien, nicht nur Studien, sondern eben auch Metastudien, was dann ja immer nochmal sozusagen wissenschaftlich eine Stufe höher steht. Insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht jeder sofort weiß, Biofeedback natürlich. Es ist eigentlich eher ein bisschen umgekehrt, dass viele sagen, Biofeedback, was ist denn das jetzt genau? Und entweder sie verwechseln das dann mit dem, was man eigentlich so als ich sage jetzt mal aus meiner Sicht ein bisschen Hokuspokus-Ecke, weil eben überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz da ist, die sogenannte Bioresonanztherapie. Das sind so diese Metalldosen, die man in der Hand hält und dann wird da was ausgeleitet oder abgeleitet. Also das machen Sie nicht? Nein, das macht weder ich noch jeder und auch niemand, der tatsächlich jetzt seriös Biofeedback macht. Mhm. Obwohl eben diese Leute tatsächlich, der Begriff Biofeedback ist einfach nicht geschützt und deswegen darf den im Prinzip auch jeder benutzen, was auch immer er macht oder nicht macht. Und das führt dann manchmal zu solchen Geschichten, dass eben zum Beispiel die Leute aus dem Bereich der Bioresonanz sich das ganz gerne auf ihre Webseiten schreiben. Und die einzige Art, sich zu wehren, findet man auch bei Webseiten von mir, aber findet man auch auf anderen Webseiten, ist dann eben ein expliziter Hinweis dazu, dass man es damit bitte nicht verwechseln sollte. Der Grund ist nicht, dass man quasi nicht verwechselt werden will, sondern dass das eine eben tatsächlich auch eine wissenschaftliche Grundlage hat und man also heißt mit anderen Worten auch eine verlässliche Geschichte ist und das andere doch halt viel mit Glauben zu tun hat. Genau. Also erster Hinweis an alle, nicht überall, wo Biofeedback draufsteht, ist Biofeedback drin. Richtig. Ja. Woran kann man denn jetzt echtes Biofeedback erkennen? Wie funktioniert das? Ja, dazu möchte ich vielleicht kurz noch was anderes zu dem Begriff oder zur Begrifflichkeit Biofeedback sagen. Mhm. Also zumindest aus meiner Sicht ist es so, dass man tatsächlich ein bisschen unterscheiden muss. Das geht jetzt in eine ähnliche Richtung, aber was nicht bedeutet, dass es da jetzt nicht seriöse Ansätze gibt. Aber man muss einfach unterscheiden, Biofeedback als technische Lösung und Biofeedback als Therapieform, in Klammern, die auch immer natürlich diese technische Lösung mit beinhaltet und auch benötigt. Ja, will heißen, wenn ich irgendein Gerät habe, eben sogenanntes Biofeedback-Gerät, dann messe ich damit etwas und gebe das der Person, die das benutzt. Das muss nicht zwingend ein Patient sein, aber es kann auch ein normaler Anwender sein. Gerade in der Prävention zum Beispiel findet ja Biofeedback auch seinen Einsatz, aber häufig eben doch Patienten. Man meldet dem dann was zurück und dann soll der irgendwas daraus machen. Und da liegt natürlich auch schon eine Schwierigkeit, denn woher soll derjenige dann wissen, was er jetzt genau macht? Mhm. Dazu
eben dann im Biofeedback als Therapieform, die aus der Verhaltensmedizin letzten Endes kommt. Da ist es eben so, ich bediene mich der Messung. Ja, ich messe irgendwelche physiologischen Parameter. Das kann eben der Hautleitwert sein, das kann die Atmung sein, das kann die Herzfrequenz sein, das kann eben Muskelkraft sein, beziehungsweise Muskelspannung. Es kann der Blutdurchfluss durch Blutgefäße sein, auch ganz spannender Punkt. Also irgendeinen oder auch mehrere physiologische Parameter messe ich mit Hilfe einer technischen Apparatur und melde die dann in irgendeiner Form zurück. Bedeutet, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, ob man jetzt quasi in einem klinischen Setting ist, wo häufig so sogenannte Mehrkanalgeräte, die eben Parameter, die ich jetzt gerade genannt habe, gleichzeitig oder zumindest alle die auch erfassen können und dann in der Regel eben über einen Computerbildschirm rückmelden. Einfache Systeme wie zum Beispiel dargestellte Ampel mit grün, gelb, rot oder ein Kreis, der sich verengt oder weiter wird oder ein Balken, der größer wird oder kleiner wird. Also ich sage jetzt mal, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt und da gibt's auch. Das heißt, der Patient sitzt vor einem Bildschirm. Ja. Sie haben zum Beispiel auf der Homepage ein Beispiel, dass Migränepatienten über Biofeedback lernen können, ihre Temporalis-Arterie gezielt zu verengen, damit kein Migräneanfall kommt. Also da stelle ich mir vor, die sitzen wahrscheinlich vor diesem Bildschirm und haben dann, wie Sie eben gesagt haben, vielleicht so einen Ring, der größer oder kleiner wird und haben eben dann an der Schläfenseite am Kopf irgendein Gerät, was da misst, wie gut ist denn gerade diese Arterie durchblutet. Mhm. Und normalerweise, wenn Sie mich jetzt fragen, wie gut ist meine Schläfenarterie durchblutet, dann sage ich, keine Ahnung. Richtig. Das habe ich nicht im Gefühl. Mhm. Und durch dieses Gerät kann ich aber quasi dann irgendwie doch lernen, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Kann man das so sagen? Ja, ob jetzt Gefühl, der schlagende, ich weiß, was Sie meinen, ein bisschen schwierig. Ein Gefühl entwickeln ist es eigentlich nicht, aber ich kann eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln. Also zum Beispiel, was Sie jetzt da gerade genannt hatten, das nennt sich eben Vasokonstriktion. Das heißt eben, dass man die Gefäße verengt. Und tatsächlich ist es so, man misst dann letzten Endes den Durchfluss der roten Blutkörperchen durch die Schläfenarterie mittels eines Messsensors, ein Plethysmograph nennt sich das Ganze. Und je mehr Blutplättchen durchfließen, desto höher ist der Blutdurchfluss. Je weniger durchfließen, desto geringer ist er. Und das Ganze koppelt man eben mit einer Rückmeldung. Ich sage immer ganz gerne, das Biofeedback, das betrifft eigentlich alles. Das ist eigentlich so ein bisschen auch ein zusätzliches Sinnesorgan, was man zur Verfügung stellt. Ja, Sie sagten gerade, ja, das kann ich nicht spüren, das kann ich nicht riechen, das kann ich nicht fühlen. Im nicht emotionalen Sinne, dann ist Fühlen natürlich richtig. Und das mache ich praktisch sichtbar. Ja, das heißt, der Patient sieht dann zunächst mal einfach zum Beispiel einen, jetzt bei Migräne, sieht einen Kreis, der hat eine bestimmte Größe. Und dann gibt's eben, dann kommt der Biofeedback-Therapeut ins Spiel. Was soll er denn sonst machen? Jetzt verändert das mal. Das wird auf Anhieb sowieso nicht klappen und man muss da ein bisschen eine Strategie finden. Und dann gibt es eben zum Beispiel Hinweise, diverser Natur. Eine Sache ist, denken Sie an eine Zitrone, ne? Irgendwas, was so zusammenzieht. Aha. Und tatsächlich, man kann das sehr fein auch einstellen, also dass auch kleinste Veränderungen schon zu quasi wirken, als hätte ich viel, viel geschafft, ja, als hätte ich eine große Veränderung bewirkt. Das kann ich natürlich alles manipulieren, wenn man so will. Und am Anfang macht man das vielleicht auch, damit halt das Erfolgserlebnis schneller da ist. Und jetzt denkt der Proband oder Patient eben an eine Zitrone und an dieses Saure und dieses Zusammenziehen. Und tatsächlich sieht er dann plötzlich, dass der Kreis kleiner wird. Ja, und das andere, in die andere Richtung kann man sich's auch vorstellen. Ich fand es ein ganz schönes Beispiel. Das hat mir mal jemand erzählt. Ja, aus, da am Chiemsee.
aus der in Prien, der Rosenegg-Klinik, und die machen ja viel da mit Biofeedback und haben die größte Biofeedback-Abteilung in Europa, glaube ich, im klinischen Sinne. Und da war eben die Erzählung von einer Patientin, die eigentlich gern gewandert ist, und Prien ist eben auch ein Fluss oder ein Bach. Aha. Fluss, glaube ich, ist es nicht, aber ein Bach. Ein kleines Fließgewässer, ja. Ja, genau, außer nach der Schneeschmelze. Und die hat sich dann tatsächlich vorgestellt, und das eben als Beispiel für Strategien, die man entwickelt, und die ist natürlich, kann bei jedem etwas anders sein. Die hat sich dann vorgestellt, wenn sie zur Quelle, entweder sie wandert von der Mündung, vom See her, Richtung Quelle, dann wird der Bach natürlich immer weniger, bis es nur noch ein Rinnsal ist. Ah. Oder sie hat sich vorgestellt, sie geht von der Quelle runter die Prien entlang und in Richtung See, und damit, ja, wird natürlich der Bach immer größer. Und das war dann die Strategie dieser Patientin offensichtlich, hier den Blutdurchfluss durch die Schlepenarterie zu steuern. Und überprüfbar ist das eben letzten Endes dann über diese Visualisierung. Das heißt, sie stellt sich vor, sie wandert eben Richtung Quelle, und dann wird auch der Kreis enger. Ja, dann gelingt ihr das. Also nicht nur, weil ich erzähle, ich wandere jetzt Richtung Quelle, wird dann ein Kreis kleiner, sondern das hat schon was, also es ist schon eine Rückmeldung über das, was wirklich in der Schlepenarterie passiert. Ja? Ja, genau. Also sie sitzt vor diesem Bildschirm und macht irgendwas. Und das, was sie da macht, das schafft sie eben über diese Vorstellung von der Prien, die dann kleiner oder größer genau, wird. Genau, das ist ihre Strategie. Und anhand dessen, was das Gerät misst, kann sie merken, das, was ich gerade mache, das führt dazu, dass jetzt die Arterie mehr durchblutet ist oder weniger durchblutet ist. Und darüber kriegt sie eben diese Rückmeldung. Genau, also in dem Fall dann weniger. Wenn der Kreis auch kleiner wird. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass sich dann, bleiben wir bei der Patientin, dass die sich dann eben auch im Alltag, wenn sie zum Beispiel bemerkt, es kündigt sich eine Migräneattacke an, dann stellt sie sich eben vor, sie wandert jetzt die Prien Richtung Quelle und erreicht automatisch ein Verengen des Blutdurchflusses durch die Schlepenarterie. Ja? Weil bei der Migräne, also nicht, dass das jetzt die alleinige Weisheit oder Wahrheit ist, aber das große Problem, was auch so schmerzhaft ist, ist eben, dass sich die Schlepenarterie weitet und dann eben krampfhaft sofort zusammenzieht, und dadurch tritt eben Blutplasma durch die Zellwand hindurch, und das ist eben extrem schmerzhaft. Und wenn ich jetzt diese Weitung, die zunächst stattfindet, wenn sich die Migräneattacke ankündigt, wenn ich die schon steuern kann, dass sich das gar nicht ins so unglaublich ausdehnt und dann auch eben gar nicht so sehr kontrahieren kann, ja, dann kann ich eben dem sehr gut begegnen. Und nicht umsonst, die Deutsche Kopfschmerzgesellschaft bezeichnet hier Biofeedback tatsächlich als die effektivste nicht-medikamentöse Therapieform bei Migräne. Das ist nämlich ein spannender Punkt. Biofeedback, hat es Nebenwirkungen? Nein, also es ist... Das ist nämlich doch so interessant. Also das finde ich nämlich einen Punkt, der wirklich sehr, sehr für Biofeedback spricht, dass man da nicht irgendwie noch irgendwelche Substanzen im Körper hat, die dann in der Leber abgebaut werden müssen oder sowas, sondern man hat da einen Ansatz der Selbstbefähigung letztlich, genau, der eigentlich keine wirklichen Risiken Richtig, birgt. Ja. Also Selbstbefähigung ist ein gutes Stichwort. Ein großer Aspekt oder was eben beim Biofeedback ist, auch immer hilfreich ist eben nicht nur die Selbstbefähigung selbst, sondern auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Ah. Ja, so nennt man das. Das heißt, dadurch, dass, ja, meine Migräne ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber bleiben wir ruhig dabei, ja. Also dadurch, dass die Patientin sich vorzustellen, sie wandert jetzt da den Bach hoch zur Quelle und auch sieht, dass es ihr damit eben gelingt, tatsächlich den Blutdurchfluss zu steuern, merkt sie und weiß sie und hat ein ziemliches Vertrauen in sich selbst, das natürlich immer stärker wird, je häufiger das sozusagen hier die positive Erfahrung dann nachvollziehbar ist, über den Bildschirm in dem Fall. Das heißt, sie entwickelt eben eine
eine sehr gute, positive Selbstwirksamkeitserwartung, die dann auch im Alltag unterstützt, wenn das Gerät gar nicht mehr da ist. Und ihr Gelassenheit gibt, weil sie weiß, wenn da was kommt, was in Richtung Migräne geht, dann kann ich was dagegen Richtig, tun. Richtig, ja. Also anderes Beispiel ist eben, wenn jetzt Patienten mit sehr starken Schmerzsymptomatiken kommen, muskulärer Natur zum Beispiel, dann ist es ziemlich häufig so, dass, sagen wir mal, die haben schon eine längere Patientenkarriere hinter sich und kommen, oder auch Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten, das ist eigentlich ganz häufig der Fall, dass die dann so das Gefühl haben, ich kann da eigentlich eh nichts mehr machen. Also ich habe solche Schmerzen, aber ich bin dem ausgeliefert. Ich kann da nichts ändern. Und auch wenn jetzt meine Muskulatur maximal verspannt ist und ich hier fast krampfhaft da sitze, ich kann es halt nicht ändern, weil ich versuche das und es wird halt nicht besser. Und wenn Sie so jemanden dann eben zum Beispiel an ein EMG-Gerät dranhängen, EMG für Elektromyographie, also für Muskel, Kraftmessung, Messung der Muskelspannung und das dann wiederum visualisieren, ja, dann und dann sagen, naja, jetzt versuch doch mal zum Beispiel jetzt spannst du mal stark an und dann versuchst du aber dich mal maximal zu entspannen und wir schauen jetzt mal zum Beispiel bei dem Balken, dann kann man arbeitet beim Biofeedback immer mit sogenannten Schwellwerten, das heißt, man definiert irgendeinen Wert, ab dem dann zum Beispiel ein positives Feedback kommt, kann auch ein negatives Feedback sein. Also wenn der Muskel so und so stark angespannt ist, dann soll das Biofeedback genau. kommen. Also beispielsweise, jetzt wären wir hier noch in einem klinischen Setting, ja, also mit Computer und so weiter, dann könnte ich das so machen, dass ich tatsächlich einen Balken nehme, der nach dem Ampelprinzip, das kennen wir halt alle durch und durch und brauchen nicht überlegen, was Sache ist und wissen einfach sofort. Sagen wir mal, sie spannt noch mehr an. Offensichtlich ist es eine Patientin geworden, vielleicht wegen vorhin, es gilt natürlich für alle, Patient und Patientin, aber sie spannt noch mal mehr an die Patientin, dann würde der Balken rot werden, da in dem Bereich, wo sie sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, sie kann nichts bewirken, ist er noch orange und würde sie es schaffen, doch ein ganz bisschen nur sich mehr zu entspannen, als sie glaubt, das überhaupt zu können, dann würde der Balken plötzlich grün werden. Und jetzt kann ich das natürlich so fein justieren, die Schwelle, dass selbst eine, zunächst mal, ne, man kann die Anforderungen dann natürlich immer größer machen, aber ja. Zunächst mal, dass selbst wenn sie nur eine ganz, ganz geringe, also sich ein Mikrovolt noch mehr schafft oder ein halbes, sich zu entspannen, dass das dann plötzlich der Balken grün wird. Ja, also tatsächlich nicht so tun, als würde er grün werden, ja, so eine Suggestion, das nicht, das wäre nicht Biofeedback, sondern schon tatsächlich, sie hat es geschafft, wenn auch wenig vielleicht am Anfang, aber sie hat es schon mal geschafft und dann sehen die Leute, okay, ich konnte ja doch, ich bin mir völlig sicher, ich kann überhaupt nichts ändern, aber offenbar ja doch. Ja, und das ist wirklich ganz spannend und auch natürlich sehr, sehr hilfreich. Das heißt ja, bei Biofeedback ist es möglich, am Anfang diese, ich nenne es jetzt mal Ziele, also diese Schwellenwerte als Ziele, so klein erstmal einzustellen, dass man wirklich sagt, ich fange mit einem ganz kleinen Ziel an und dadurch habe ich von Anfang an aber eben auch ein Erfolgserlebnis und kann anfangen zu lernen, was ich denn tun kann, um den Muskel zu entspannen oder die Arterie zusammenzuziehen oder was auch immer. Und dann kann man, wie jemand, der sich auf einen Marathon vorbereitet, der fängt auch nicht an, direkt alles auf einmal zu machen, sondern baut auch nacheinander aufeinander Richtig. Auf. Und so kann man bei Biofeedback auch sagen, so das eine Ziel, das kann ich jetzt schon ganz gut erreichen. Jetzt ist mal die nächste Stufe dran, jetzt verändern wir die Schwellenwerte, dass ich lerne, den Muskel noch mehr zum zu entspannen. Beispiel, genau. Also diese positive Rückmeldung, die dann auch zu einer Motivation oder die extrem motivierend wirkt, ja, das ist schon zentraler Punkt, wenn es um Biofeedback-Therapie richtig geht. Also tatsächlich mit jemandem dabei, der einem dann auch
unterstützt, eben in Sachen Strategie zu finden, der einen unterstützt, indem er einem sagt, ja, jetzt machen wir am Anfang die Übungen, weil die sind für dich schon erreichbar. Würde sich der Patient einfach so vor ein Gerät hinsetzen. Gut, jetzt sind diese Geräte in den Kliniken natürlich viel zu teuer für den einzelnen Patienten. Gibt es natürlich auch Leute, für die wäre es nicht zu teuer, aber sagen wir mal, insgesamt ist es doch eine ziemlich teure Geschichte. Da ist man schon schnell 10, 12, 15.000 Euro los. Boah. Ja, es sind ja auch hoch, es sind schon gute Dinger, die es da gibt. Nicht alles, aber es gibt schon echt sehr, sehr gute Biofeedback-Geräte. Und das ist ja auch nicht ganz so trivial, ne? Also wir müssen ja trotzdem genau messen. Also wenn jemand hier eine technische Apparatur hat, dann muss sie schon auch genau messen. Und das muss sicher funktionieren. Und das muss funktionieren, genau. Und im klinischen Bereich muss das dann alles noch Medizinprodukt sein und so weiter. Das treibt natürlich Kosten in die Höhe. Aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Nur wenn ich jetzt jemanden vor irgendein Biofeedback-Gerät hinsetze und sage, na, jetzt hast du was und ich verrate immerhin mal, das misst jetzt irgendwie die und die Körperfunktion von dir und wenn sich da was ändert, dann merkst du es schon und dann musst halt schauen, dass du das das alles zu einem positiven Ergebnis bringst. Kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht in fast allen Fällen nicht wirklich so erfolgversprechend ist, wie es sein könnte eben. Ja, und deswegen macht es durchaus Sinn, gerade wenn es um größere Beschwerden geht oder je nach Thema, dass hier schon jemand da ist, der einen auch ein bisschen leitet und lenkt und vielleicht auch die eine oder andere Aufklärung vornimmt, warum denn jetzt das und das so passieren wird. Das halte ich zumindest, und da bin ich auch ganz bestimmt nicht alleine, schon für unglaublich wichtig. Ja. Also dass einfach so ein gewisses Fachwissen mit im Boot ist, das genau. Meinen Sie? Genau, also oder eine Orientierung. Also selbst wenn, also es geht zum einen natürlich darum, also insofern Biofeedback hat keine Nebenwirkungen, man kann aber natürlich, wenn man Sachen falsch macht, natürlich trotzdem negative Ergebnisse haben, beziehungsweise auch eine Verschlechterung der Situation, wenn es ist, ja. Das kann natürlich schon passieren. Das hat aber dann nichts mit Biofeedback zu tun, sondern mit der fehlerhaften Anwendung. Und da ist es. Also dann benutze ich als Migränepatient so ein Gerät und bringe mir irgendwie selbst bei, dass ich meine Migräne schlimmer mache. Ja, so. Könnte passieren. Das könnte schon passieren. Oh. Also das ist. Also gerade, es gibt so Bereiche, die, ich sage jetzt mal, da sollte man tatsächlich in der Klinik sein oder eben vielleicht in einer niedergelassenen Praxis, die spezialisiert ist auf Biofeedback. Es gibt Bereiche, die kann man ganz gut sozusagen auch via Telefon oder so begleiten und beraten. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Bei Migräne, was wir jetzt vorhin hatten, dieses Vasokonstriktionstraining, da ist es so, das sollte man unbedingt zunächst entweder in der Klinik oder halt mit einem Biofeedback-Therapeuten zusammen in der Praxis lernen und dann kann man da vielleicht auch, dann kann man auch tatsächlich guten Gewissens den übenden Teil vielleicht noch zu Hause vervollständigen. Ja, aber dann braucht man sich keine Sorgen zu machen, weil man diese Orientierung hat. Genau, aber sich einfach nur hinsetzen und mal so drauf los, in welchem Bereich, der irgendwie was mit Wissen zu tun hat, funktioniert das denn eigentlich ja eh nirgends. Also da ist auch Biofeedback jetzt nicht so ein Ding, ich kaufe mir ein Gerät und dann ist die Welt völlig anders, nur weil ich halt jetzt ein Gerät habe. Also wenn ich ein Radio habe und weiß, wie ich einschalte, dann werde ich auch nicht viel mehr davon haben. Oder wenn ich nicht weiß, wie ich den Sender suche, also sowas gab's mal, man musste mal einen Sender suchen, das gibt's ja nicht mehr, die sind ja schon alle da, aber als Beispiel jetzt nur, wenn ich nicht weiß, wie ich den Sender suche, dann habe ich halt vielleicht einfach nur ein Rauschen und komme vielleicht zu dem Ergebnis, wenn wir uns jetzt mal 100 Jahre oder was weiß ich wie viele Jahre zurückbeamen, komme zu dem Ergebnis, Radio ist doof, ja. Hört man doch nur Rauschen. Ja? Und letzten Endes ist es aber nur, weil ich halt nicht weiß, wie ich damit umgehe. Vielleicht jetzt nicht das ganz tolle Beispiel, aber so, vielleicht wissen Sie, wie ich es meine. Ja, eigentlich ist das ja schon in dem Moment klar, wo Sie sagen, zu Biofeedback gehören zwei Dinge.
einmal ein Gerät, das eine Rückmeldung gibt und dann aber auch eben die Verhaltensmedizin oder Verhaltenstherapie, also die Umsetzung des Ganzen. Und dann ist ja eigentlich schon klar, irgendwie eine Idee muss man schon davon haben, wie geht das denn? Genau, ja. Richtig. Okay, jetzt haben wir ja schon mal als Beispiel dieses Migräne-Thema gehabt, aber Biofeedback gibt es in unglaublich vielen Anwendungsgebieten. Können Sie einmal mal so ein bisschen in den Raum werfen, was macht man denn alles mit Biofeedback? Also Stress weiß ich auch, dass man da was machen kann, Bluthochdruck, was gibt es da noch? Ja, also im Endeffekt tatsächlich Stress ist jetzt so ein Begriff, geht halt natürlich Stressbewältigung im Endeffekt, auch die Stressschwelle zu beeinflussen. Ja, das kann man eben lernen, indem man... Dass man sich später gestresst fühlt? Das ist immer das Ziel. Der Patient soll sich möglichst gestresst fühlen. Das ist im Endeffekt, jeder reagiert ja auf Stress. Ja. Ja? Also das ist ja nicht einfach nur da, sondern manche reagieren vielleicht mehr damit, dass sie dann feuchte Hände kriegen. Ja? Das wäre dann zum Beispiel, könnte man das beüben, indem man den sogenannten Hautleitwert misst. Und wenn sich der Hautleitwert verändert, also sprich bei trockener Haut ist die Leitfähigkeit der Haut eine andere als bei feuchter Haut. Im Endeffekt, was jeder kennt aus dem nicht medizinischen Bereich, ist ja aus dem Fernsehen oder Kino sind ja immer diese Lügendetektoren, ne? Und das sagt eigentlich immer jedem was. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als Biofeedback, nur halt nicht in einem medizinischen Sinne. Und bei uns auch nicht erlaubt, aber in den USA, glaube ich, zum Beispiel ist es erlaubt, bei uns ist es nicht erlaubt. Und also das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo man dann eben lernen könnte, den Hautleitwert zu beeinflussen, über welche Strategie jetzt auch immer. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Muss da auch zum Teil, man kann da Hilfestellung kriegen, aber jeder Mensch, Patient findet dann so ein bisschen auch seine eigene Strategie. Auf jeden Fall, wenn es ihm dann gelingt, dass die Hände nicht schwitzig werden, dann ist meistens auch die Stressreaktion halt schon gedämpft. Ja, ja. Also das kann man damit eben schon beeinflussen. Andere verspannen sich furchtbar, dann würde man mit Muskelbiofeedback arbeiten oder manchmal natürlich auch mit mehreren Parametern. Manche kriegen irgendwie eine Schnappatmung, dann würde man eben zum Beispiel mit Atembiofeedback was machen. Also je nachdem, worauf jetzt vielleicht ein Patient auch mehr anspringt oder wo es mehr eine Rolle spielt. Wir hatten jetzt vorhin eben Vasokonstriktionstraining, klar, da ist natürlich keine große Auswahl, sondern da misst man den Blutdurchfluss durch die Schläfenarterie. Das war das mit der Migräne, ja. Mhm. Genau, dann eben alles, was so mit muskulären Schmerzen zu tun hat, Nackenschmerzen, auch Low Back Pain oder ähnliche Dinge, bis hin auch eben zu Kieferschmerzen, also in der Muskulatur oder Dinge wie Spannungskopfschmerz oder so, da kommt dann vielleicht Muskelbiofeedback oder da kommt man mit Muskelbiofeedback sehr, sehr weit auch. Was gibt es denn noch? Ich glaube, in der Firma Ihres Vaters ging es um Inkontinenz. Ja, richtig. schon wieder vergessen machen. Spielt heute keine Rolle mehr. Das hatte mein Vater tatsächlich auf dem deutschen Markt für Harninkontinenz eingeführt, Mitte der 90er. Ich bin ja dann Ende der 90er dazugekommen, 2000. Aber das hatte er da auf dem deutschen Markt eingeführt mit mobilen Geräten und war dann aber auch viele, viele Jahre allein damit. Und inzwischen sind das aber, glaube ich, an die 30 Firmen, die sich da über die Republiken richtigen Krieg liefern mit Außendienstarmeen und so. Und das ist jetzt so eine Welt, die mir jetzt nicht so zusagt. Deswegen spielt das jetzt heute keine Rolle mehr. Ja. Aber richtig natürlich. Keine Rolle mehr für Sie, aber in der Inkontinenztherapie an sich spielt es eine sehr, sehr große Rolle, Biofeedback. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Also wir haben selber zwei Studien dazu gemacht, klinische. Es gibt ganz viele klinische Studien dazu. Und zum Beispiel bei der sogenannten Stressinkontinenz, die im Übrigen mit Stress nichts zu tun hat, sondern sich aus dem Englischen Stress für Belastung ableitet. Also eben man spricht dann auch von Belastungsinkontinenz. Das ist so bei Husten, Niesen, Lachen,
wenn da ein bisschen was abgeht. Ah, ja. Da ist halt Biofeedback, inzwischen gilt das, glaube ich, schon lange, lange Zeit eigentlich als die Therapie der Wahl mit Erfolgsquoten so um die 85%. Das ist in der Medizin gigantisch. Das ist sehr also viel. Alles über 50, also über 30 ist alles schon toll und über 50 ist es dann schon richtig toll und sowas, das ist schon Wahnsinn. Und vielleicht im Vergleich dazu und eigentlich ist es, Sie können sich nahezu jede Studie anschauen, wo Biofeedback auch was bringt und dementsprechend zum Einsatz kommt. Die Ergebnisse sind immer, egal was man macht, wenn man Biofeedback dazu nimmt, immer besser. Also ich sage jetzt mal einfach immer, weil ich noch nichts anderes gelesen habe, sollte es irgendeinen Fall geben, wo es nicht so ist, dann sei der jetzt nicht ausgeschlossen, aber nach meinem Wissensstand ist mir ist es noch nicht begegnet. Und deswegen jetzt auch hier Ihr Beispiel Inkontinenz, da ist es eben so, mit einem gut angeleiteten Beckenbodentraining hat man auch schon Erfolgsquoten von über 50%. Aber da ist natürlich noch ein Sprung zu den 85, die man dann hat, wenn man Biofeedback mit dazu nimmt. Ja. Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang der Hinweis, der mir eigentlich schon wichtig ist. Also man kann auch mit einem Gerät schon, wenn man ein bisschen Anleitung hat, je nachdem, durchaus schon einiges erreichen. Der nächste Schritt, wenn auch Beschwerden größer sind und so, ist sicherlich immer eine Biofeedback-Therapie. Aber man sollte nie eines vergessen, weder ich noch irgendjemand, der jetzt sich, sage ich jetzt mal, seriös mit Biofeedback beschäftigt, wird behaupten, er macht jetzt Biofeedback und alles andere kann man jetzt eh vergessen, weil jetzt machen wir doch Biofeedback. Biofeedback, und das, ich hatte gerade schon gesagt, naja, immer wenn Biofeedback dazukommt. Biofeedback ist eigentlich eine Ergänzung. Ergänzung würde ich es gar nicht nennen, okay. Sondern ich würde es Baustein nennen. Mhm. Also in irgendeinem Konzept, ja, ist es immer ein Baustein, der aber eben sehr, sehr viel Wert mit sich bringt und mit dem man ganz viel erreichen kann. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich jetzt einen Patienten betreue mit Zähnepressen und Schmerzen, mit einer Schmerzsymptomatik dabei, so dass also eben Gerät alleine jetzt nicht ausreicht mit etwas Erläuterung, sondern wirklich dann auch koordinatives Training und ähnliches macht, dann ist es nicht immer, aber doch relativ häufig der Fall, dass ich am Anfang dann sage, jetzt gehen Sie mal begleitend auch nochmal, nehmen Sie ein paar Einheiten manuelle Therapie zum Beispiel, damit einfach die Muskulatur in einen möglichst guten Zustand temporär gebracht wird und dann eben die Biofeedback-Übungen um ein Vielfaches besser anschlagen, als wenn ich hier einen völlig verhärteten Muskel habe und dann anfange, auf dem rumzutrainieren. Ja, ah ja, genau. Also da kommen wir wieder an das Thema Wissen. Es lohnt sich dann, wie Sie sagen, verschiedene Bausteine miteinander zu verknüpfen und das muss man aber wieder klug verknüpfen, um da den bestmöglichen Effekt draus zu kriegen. Richtig, also so sehe ich das auf jeden Fall. Genau. Ich hatte neulich ein Telefonat, da hat mir ein Vater eine Frage mitgegeben für Sie und zwar... Ein was? Ein wer? Ein Vater... Ja, ein Mensch, der ein Kind hat, ja, okay. Der hat mir eine Frage mitgegeben für Sie, ob bei seinem jugendlichen Sohn Biofeedback wohl in Frage kommen könnte. Und zwar ist das folgende Situation, der hat, kurz gesagt, Kopfschmerzen, wenn er an den Schulbesuch denkt. Das hat jetzt schon eine längere Geschichte und so jetzt nach der Darstellung des Vaters ist der Wirkungszusammenhang relativ klar. Also er sagt, sein Sohn, der hat so gewisse innere Glaubenssätze, die ihm letztlich Angst machen in Hinsicht auf die Schule. Und daraus resultieren dann Verspannungskopfschmerzen. Und jetzt ist natürlich einerseits klar, okay, ist es immer gut, ganz am Anfang bei dieser Verursacher-Sache anzusetzen, bei den Glaubenssätzen zu schauen, was kann man da verändern. Da sind die auch dran. Und trotzdem braucht er ja jetzt irgendwie auch positive Erfahrungen mit Schulbesuch. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Verspannungskopfschmerz, das kann ein Thema sein für Biofeedback. Kann das dann in dem Fall vielleicht unterstützen, dass quasi dieser Jugendliche über Biofeedback lernt, auch dann, wenn er eben da Angst hat in Hinsicht Schulbesuch, dass er da weniger Kopfschmerzen entwickelt und dass es ihm dadurch leichter wird?
Ja, okay. Also grundsätzlich ist es jetzt trotzdem ein bisschen wenig Information, um hier irgendwie Okay. allumfassend sagen zu können, ja, ganz bestimmt so und so. Aber mit dem, was ich jetzt raushöre zumindest, ist es so, also eben dieser Kopfschmerz vom Spannungstyp, wie man heute sagt. Erstens gibt es dazu auch inzwischen weitergehende Erkenntnisse, dass das irgendwie doch nicht aus der muskulären Verspannung im Schulter-Nackenbereich und so resultiert. Wirklich, faktisch ist es aber so, dass sich dann trotzdem eine solche Verspannung ausbildet. Insofern macht Biofeedback trotzdem noch Sinn, auch wenn man heutzutage hier die Ursachen ein bisschen anders bewertet, ja, oder die auslösenden Faktoren ein bisschen anders bewertet, als man das früher mal gemacht hat. Dann ist es so. Also hier, wie gesagt, es ist ein bisschen wenig Information, aber ich würde jetzt hier Ja. wenn Biofeedback, dann würde ich jetzt hier weniger abzielen auf zu versuchen, praktisch diesen Spannungskopfschmerz, wie Sie jetzt gesagt haben, mit Biofeedback zu bekämpfen. Ich meine, das Schöne am Biofeedback ist, wir hatten schon keine Nebenwirkungen. Also das Schlimmste, was man in so einem Fall lernen kann, ist sich besser muskulär zu entspannen. Also man würde in dem Sinn jetzt nichts falsch machen, ja? Damit kann man ja noch leben mit der Nebenwirkung, ja. Ja, das ist doch eine ganz gute Nebenwirkung. Aber nachdem das natürlich hier irgendwie durch was anderes getriggert ist, ausgelöst ist, würde ich jetzt als Möglichkeit eher in Betracht ziehen, eben ja, das innere Anspannungsniveau zu betrachten. Da wären wir jetzt wieder bei der Stressbewältigung. Ja, also da würde ich eher schauen, Ja. wahrscheinlich, okay, was passiert bei dem, wenn er die Gedanken hat? Was passiert dann quasi körperlich über die physiologischen Parameter? Kriegt er schwitzige Hände und so weiter? Als ein Punkt eben hier, dass er das besser beeinflussen kann, dass es ihn gar nicht so sehr stresst. Und abgesehen davon wäre das wahrscheinlich dann eben sowieso tatsächlich zunächst mal psychologische Herangehensweise, ja, Ja. wo man dann Biofeedback vielleicht hilfreich dazunehmen kann, Genau, darum geht's. aber vermutlich eben tatsächlich dann gar nicht so das, wo man als erstes denkt, ja, dann kriegt der Kopfweh, dann müssen wir was gegen Kopfschmerzen tun. Das ist ja nicht, das ist ja nur das Resultat von was ganz anderem. Also sollte man an der Stellschraube drehen, die dann zu dem Kopfschmerz führt und nicht am Kopfschmerz rumdoktern. Jetzt hier so auf die Schnelle mit nicht so viel Information Ja. würde ich das so bewerten. Das heißt, welche Frage würden Sie stellen? Sie würden als erstes sagen, zeig mir doch mal diesen jungen Kerl und lass uns doch mal schauen, was passiert bei dem körperlich, wenn der in diese Angst-Stress-Geschichte reinkommt. Ja, also wenn Sie mich da so konkret fragen, dann würde ich da auch ganz konkret auf die Schranken meiner Kompetenz verweisen. Ich würde Okay. in so einem ja, ich bin kein Verhaltenstherapeut, ich bin auch kein Ja. Arzt. Ich kenne mich in gewissen Gebieten, glaube ich, wirklich extrem gut aus. Das geht halt, wenn man sich 20 Jahre täglich damit beschäftigt und auch Dann bleibt das nicht aus, ja. sehr fasziniert ist davon, dann muss man sich ja schon fast wehren, dass man da gar keine Ahnung hat. Aber nichtsdestotrotz gilt es, und das gilt ja eigentlich für alle, dass man schon seinen Kompetenzbereich kennt. Und Ja. in dem Fall würde ich sagen, ja, gehen Sie zu einem Psychologen und ergründen Sie das mal. Und also offensichtlich hat das ja was mit Stress zu tun, den sich das Kind da macht. Und deswegen würde ich nicht versuchen, jetzt mal selber Ansätze zu finden, sondern eben darauf drängen, ja, geh mal dorthin, wo man das Ganze auch richtig diagnostizieren kann. Ja? Könnte ein Psychologe sein, könnte auch ein Arzt sein, je nachdem, ja. Und wenn Biofeedback in dem Bereich dann sinnvoll ist, dann kommst du gern wieder zu mir. So wäre da meine Herangehensweise. Okay. Also Sie würden nicht selbst sagen, ich bestimme jetzt hier, das ist jetzt ein Fall für Biofeedback, sondern wenn ein Psychologe, Verhaltenstherapeut, wie auch immer, da begründet davon ausgeht, Biofeedback könnte helfen, dann wäre der nächste Schritt, dass Sie sagen, oder eben jemand anders, der sich mit Biofeedback auskennt, der könnte dann sinnvoll tätig werden. Und der würde Richtig, dann ja. so ungefähr das machen, was Sie eben gesagt haben. Der würde vielleicht so gucken, okay,
der kriegt schwitzige Hände, dann könnte es sinnvoll sein, so einen Hautwiderstand, war das, oder Hautleitfähigkeit? Ja, sind zwei Begriffe für dasselbe, in etwa. Okay, das könnte man dann messen, dass der junge Mann lernt, das zu reduzieren und quasi als Mitwirkung dadurch dann vielleicht auch lernt, eben so Angst und Stress zu reduzieren, in der Hoffnung, dass das eben einen positiven Effekt auch am Ende hat, präventiv auf diese Kopfschmerzen. Oder vielleicht verspannt er sich und dann wird man an die Muskeln rangehen. Aber erstmal müsste jemand von medizinischer Seite sagen, hier könnte Biofeedback sinnvoll sein. Genau, also so würde ich jetzt vorgehen. So, genau so. Ich meine, wenn sich jetzt jemand hier meldet und sagt, ja, was weiß ich habe große Probleme im Schulter-Nacken-Bereich oder eben ich habe massive Probleme mit Bruxismus, Zähnepressen, vielleicht im Zusammenhang mit einer CMD, das sind halt so meine Spezialgebiete und da ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, gehen Sie erstmal das und das noch abklären. Aber üblicherweise weiß dann auch ich durchaus, was ich da abfrage und kann mir dann ein Bild machen und weiß dann, okay, für den ist genau das und das richtig. Ja, okay. Aber das Beispiel von Ihnen war jetzt da jetzt ein bisschen zu weit weg aus meinem tiefen Kompetenzbereich. Aus dem, sozusagen, was Sie so tagtäglich tun und sofort einschätzen können. Ja. Okay. Gut, das war jetzt dieses Beispiel. Sie haben auch schon ganz viele Anwendungsgebiete genannt, wo eben Biofeedback zum Einsatz kommt. Eins davon eben Nacken-Schulterschmerzen, wo Sie sich auskennen. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob Sie das andere Thema genannt haben, wo Sie sich auch sehr gut auskennen mit Biofeedback, nämlich Bruxismus, Zähneknirschen und Zähnepressen. Ich glaube, das fiel noch gar nicht, das Wort. Da haben Sie aber auch jede Menge Erfahrung. Ich sag, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch an alle, die den Podcast teilen und bewerten. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram und Facebook. Da gibt es immer wieder mal vorher, nachher noch ein paar Impulse, Ausblick. Ihr habt die Gelegenheit, Fragen im Vorfeld einzubringen, wenn ein Interview ansteht und so weiter. In der Podcast-Beschreibung findet ihr wie immer die einschlägigen Links zum heutigen Podcast. Nächste Woche, ihr könnt es euch denken, kommt ganz einfach Teil 2 des Interviews mit Ulrich Bauer-Stelb. Danach voraussichtlich ein Interview mit der Paarberaterin und psychologischen Beraterin Tamara Büttner über 7 Richtlinien einer guten Partnerschaft. Die Frau hat auch einiges Interessantes zu sagen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich kann euch auch schon mal ein bisschen Appetit machen auf das, was sonst noch kommt. Angekündigt hatte ich ja schon mal das Thema die innere Uhr, kommt auf jeden Fall. Unterbewusstsein, Bindung, Bindungsemotionen und so weiter. Und ich habe 2 neue Podcast-Zusagen, freue ich mich sehr. Zum einen Achim Potmann, jemand, der sich sehr gut auskennt mit der Arbeitswelt, Unternehmen und so weiter. Die 2. Auflage seines Buchs Jobglück ist gerade erschienen. Jobglück, wie du den Montag lieben lernst. Wir werden also darüber sprechen, wie kann ich als Angestellter dazu beitragen, dass es mir auf der Arbeit gut geht. Und ich freue mich auch schon auf das Interview mit Dr. Ursula Manunzio zum Thema gesunde und schmerzfreie Füße. Oft vernachlässigt, aber für jeden von uns wichtig, auch für dich. Wenn wir uns um die Füße nicht kümmern, wird es uns irgendwann einholen. Es lohnt sich. Bleib dabei, bis nächste Woche, hab eine gute Zeit. Ciao.